meine Lieben und herzlich willkommen zu einem meiner neuen Videos. Und zwar ist das Video abgeknickst und ja, deswegen mache ich das jetzt nochmal. So, und zwar habe ich die Special Edition von der Bücherbüchse bekommen. Also das Buch nicht, aber die Box, was Spezielles da so drin ist. Und ja, wie ihr seht hier, normaler Buchschnitt. Richtig, richtig, richtig schön. Mit richtig tollen Endpapern. Ich habe dieses Buch jetzt zweimal mit diesem wunderschönen Farbschnitt. Ich hatte tatsächlich gedacht, dass diese Edition ein bisschen später kommt. Aber die Bücherbüchse hat es super klasse hingekriegt. Und ja, deswegen habe ich jetzt zwei Exemplare und mal sehen, was wir mit dem zweiten machen. Ein bisschen ist es leider, habe ich gerade gesehen, hier so ein bisschen beschädigt. Aber das liegt daran, weil das wohl in der Produktion was schiefgelaufen ist, aber weil es von unten ist, stört mich das jetzt nicht so. Und ja, in dem Buch geht es weiter mit Bryce und Hunt. Die Geschichte geht natürlich weiter. Wer sich damit nicht auskennt, sollte einmal den ersten Teil lesen. Genau. Und was ich auch gehört habe, ist, man sollte unbedingt von der Reihe, das Reich der Sieben Höfe-Reihe, die ersten drei Teile mindestens gelesen haben. Bevor man dieses Buch hier liest, habe ich jetzt ja zum Glück in der Zwischenzeit, wo dieses Buch hier noch nicht draußen war. Und ja, ich bin schon mega aufgeregt und freue mich, dieses Schätzchen hier zu lesen. So, dann zeige ich euch noch einmal diese schicke Karte, die ich schon eben rausgeholt habe. Und zwar steht hier einmal drauf, was drin ist. Das zeige ich euch natürlich nicht, weil wir das herausfinden wollen. So, das war's und jetzt kommen wir zur zweiten Sache. Und die sehe ich schon. Oh mein fucking Gott. Was gehört natürlich zu einem super tollen Buch, um es zu schützen, damit es nicht kaputt geht? Eine Bücherhülle. Seht ihr das? Mit dem Cover. Ist das nicht der Wahnsinn? Da passt das Buch einfach komplett rein. Die Bücherbüchse macht so, so, so schöne Buchumschläge. Ich habe selber schon zwei da stehen und jetzt habe ich ein drittes. Ich freue mich so und es passt super gut zum Buch. Also es ist echt Wahnsinn. Ich habe leider das, ich weiß nicht, ob es in der Spezialbox von Sarah J. Maas, wo der erste Band rauskam, ob das es gibt. Aber seht ihr das? So easygoing ist es da drin. Es müsste Größe L sein, weil das Buch ist auch schon ziemlich dick. Ich glaube, es hat knapp 800-900 Seiten Geschichte. Und ja, mega cool, interessant. Und ja, ich freue mich. Also Bücherhüllen machen die Bücherbüchse super, super toll. Die sind sehr gut verarbeitet. Wie gesagt, ich habe selber schon zwei in M und L. Und das ist jetzt meine zweite Größe, also meine zweite L. Und ja, ich habe die in der Harry Potter Edition, in das Reich der Sieben Höfe Edition und jetzt auch in Crescent City. Ich freue mich mega. Habt ihr Bücherhüllen eigentlich bei euch zu Hause für eure Bücher, damit die nicht kaputt gehen? Oder wie lest ihr die Sachen? Lest ihr, macht ihr den Buchumschlag ab oder lasst ihn ihr dran? Ich habe ja immer so Schiss, dass der kaputt geht. Bei einem Buch von mir ist das nämlich passiert. Das ist immer ein bisschen ärgerlich. So, dann war hier ein kleines Lesezeichen dabei. Ich habe den Winter in deinem Herz gesehen. Super, super schön. Das ist, glaube ich, einfach nur so ein Beipinsel. So, dann habe ich als nächstes... ein Schmuckstück. Schaut mal. Eine kleine Kette, eine blaue Kette. Ein blaues Armband mit einem Mond. Stern. Mit einem Mond drauf. Mal gucken. Oh, es passt perfekt. Ja, dann lassen wir gleich mal um. Einfach für den Vibe. Ne? Also alles natürlich in blau gehalten, weil das Buchcover ist natürlich blau. Der Buchschnitt, der ist blau. Ist alles wunderschön blauig. Blau ist meine Lieblingsfarbe, habe ich das schon erwähnt. Freue mich so, dass ich diese Büchse noch bekommen habe. Oh, was ist das hier? Ich hole das nächste raus. Und es ist so eingewickelt in so eine, in eine Tasche, in einen Beutel. Da ist was drauf gedruckt. Da ist auch noch was drin. Aber guck.
guckt euch mal diesen Stoffbeutel an. Ist der nicht schön? Er schmufft ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Da ist noch was drin, seht ihr das? Und aber, Alter, dieser Mond und das Schwert. Ich vermute mal, dass das Schwert sein soll, was sie suchen. Oder, nee, was Bryce Bruder trägt auf seinem Rücken. Ich vermute mal, dass das dieses Schwert sein soll und dass das aber Bryce Finger sind, weil, seht ihr das? Also, da sind Nägel. Und wer das Buch gelesen hat, das erste, Leute, ihr wisst, was diese Nägel bedeuten, ja? Ihr wisst es. Das ist so lustig. Jeder weiß, was die Nägel zu tun hatten und warum sie das gemacht hat. Ne? Und im Endeffekt erklärt sich das natürlich, warum sie das gemacht hat, aber jeder weiß, was diese Nägel sind, ne? Und ich habe gerade schon reingefühlt und es fühlt sich an wie eine Kerze. Und es ist eine Kerze. Und zwar eine Kerze von Leigh Harbor. Wow. Oh, so habe ich mir das vorgestellt. Raspberry and Black Brises. Wer das Buch gelesen hat, kennt Leigh Harbor. Und meinem Herz gehört Leigh Harbor. Leigh Harbor war einfach... Ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, das würde spoilern. Aber jeder, der das Buch gelesen hat, weiß und fühlt mit mir. Ich liebe es. Und die Kerze, die duftet einfach so wunderschön. Und der Beutel. Das wird mein Lieblingsbeutel. Kleinen Moment. So. Ja. Mal eben kurz runtergegangen. Mein Freund ist nämlich eben gekommen, da muss ich mal eben was klären. Nicht, dass er hier gleich einfach reingeht, das wäre ein bisschen blöd, aber egal. Ja, und dann kommen wir schon zum letzten Item. Und zwar ist das hier in diesem Schächtelchen. Ich bin mega gespannt, was da drin ist. Ihr guckt zuerst. Was ist das denn? Oh. Leute, kennt ihr die? Ihr kennt die, oder? Aber was ist das? Da ist so ein Gummiding drum. Ich habe ja eher so gedacht auf so ein Teeservice oder so eine Tasse. Weil da stand Porzellan. Den gefüllten Becher öffnen Sie am einfachsten durch das Drehen des Deckels und dabei ziehen Sie den Deckel leicht nach hinten. Zur Einheizung in der Mikrowelle sollten Sie die Banderole entfernen und den Deckel nur leicht auf den Becher legen. Das ist so ein Essensbecher. Wie geil ist das denn? So für die Arbeit? Ich nehme ja sowas immer mit. Das ist ja mega lustig. Ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass das dieses komische Motiv ist. Also das heißt komisches Motiv. Also ich hätte mir Schöneres vorstellen können. Zum Beispiel, das ist so ähnlich ein bisschen wie das Wolfsrudel oder sonstiges. Aber in dem Buch wird ja auch gesagt, wie eine gewisse Person zu diesem Ding hier steht. Und was das genau auf sich hat, dieser süße Otter hier, müsst ihr auch im ersten Band lesen, weil das wäre auch spoilern, wenn ich das sagen würde. Aber ja, auf jeden Fall hat mich diese Box mega angefixt, dieses Buch endlich zu lesen, also diese Geschichte weiterzulesen. Aber ich habe so Schiss, also es hörte jetzt nicht auf mit einem Cliffhanger, der erste Band, aber wie soll ich das sagen? Das hat 2 Jahre gedauert, bis der zweite Teil rauskam. Dazwischen kam dann noch hier das Reit der 7 Höfe-Reihe. Jetzt weiß ich wahrscheinlich auch warum. Aber die ist jetzt auch Sarah J. Maas ist jetzt auch Mama geworden.
Und ich habe Angst, dass ich 2 Jahre warten muss. Crescent City habe ich ja zum Glück erst Anfang des Jahres entdeckt. Und da musste ich jetzt nur noch ein paar Monate warten, bis das Buch jetzt der zweite Teil rauskam. Aber wie soll ich denn das überstehen, wenn das jetzt wieder 2 Jahre dauert? Zum ersten bis zum zweiten Teil waren das jetzt 2 Jahre Überschnitt. Wie soll ich denn das aushalten? Wenn das wieder 2 Jahre dauert. Wie oft soll ich denn das erste und das zweite Buch lesen? Bis ich das irgendwann auswendig kenne. Naja, wir werden sehen. Also, wir haben hier einmal den süßen Becher hier, da wo Essen reinkommt, den man so richtig gut verschließen kann. Also freue ich mich mega drauf. Den werde ich auf jeden Fall fürs Essen benutzen. Ja, mikrowellenfest, nochmal eben so gesagt. Spülmaschine würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil ich Angst hätte, dass der Otter kaputt geht. Aber der auf jeden Fall, der Becher. Dann dieser Jutebeutel mit dem Zeichen drauf und dem Schwert. Dann die Kerze von Layhaber, die Layhaber heißt, mit dem Geruch Raspberry and Blackberries. Mega, mega schön und seht ihr, das glitzert, so schön. So, dann dieses süße Schmuckstück hier. Süßes Armband. Seht ihr das? Ne? Dann, ja, hier so ein Lesezeichen. Das hätte ich mir zum Beispiel noch gewünscht. Ein Lesezeichen zu Crescent City 2. Das wäre nochmal super toll gewesen. Das Buch an sich hat ja auch schon 24 Euro gekostet. Das ist halt auch noch mit dabei gewesen. Und die Bücherhülle, die auch nochmal 16 Euro kostet. 15 Euro. Irgendwie so. Ja, hier einmal. Es steht drauf. Das Buch, die Bücherhülle, dann der Snackbecher, der Beutel, die Kerze. Genau, und das Armband steht hier gar nicht drauf. Das Schwert, was da drauf ist, ist das Schwert von Denica. Steht hier drauf. Sie vereinen Bryce und Danica als Sinnbild ihrer großen Freundschaft. Das Armband ist hier gar nicht mit drin. Das ist bestimmt so ein Goodie. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie es weitergeht. Und vielleicht werde ich ja heute schon anfangen zu lesen. Naja. Ich habe dieses Video jetzt relativ kurz gehalten, damit man natürlich auch das Video sehen kann auf Instagram. Da lade ich das nämlich auch hoch. Und ja, ich freue mich super, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zusammen mit mir die Special-Büchse ausgepackt habt. Und ja, ich schreibe unten in die Kommentare, wie ihr da zu dieser Seite kommt. Die machen super, super schöne Buchschnitte. Ihr könnt euch meine anderen Videos anschauen. Da habe ich auch schon mal über die Bücherbüchse ein Video gedreht, was für Buchschnitte ich mittlerweile von der Bücherbüchse habe und lade jeden Monat ein Video hoch, wo ich meine Bücherbüchse euch präsentiere. Die habe ich nämlich abonniert. Kostet momentan, also Zauberbüchse heißt die bei mir. Es gibt einmal die Liebes- und die Zauberbüchse und ich habe die Zauberbüchse, das heißt die größere Box. Und zwar kostet die 38 Euro irgendwas mit, also inklusive Versand. Und ja, da ist jeweils ein Buch drinne. Und zwei, drei Objekte, die denn teurer sind, ne? Und ja, ich bin super gespannt, wie euch das gefällt. Sagt mir in den Kommentaren, habt ihr diese Box auch bestellt oder liebt ihr auch Crescent City? Habt ihr das Buch überhaupt schon gelesen oder wollt ihr das noch lesen? Ja, das würde mich super interessieren. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, morgen, was auch immer. Und bis demnächst. Ciao!